Kompetenzentwicklung im Wandel war das Thema meiner Keynote, auch unter dem Aspekt, was braucht es eigentlich für eine sinnstiftende Entwicklung in Unternehmen. Mir waren zwei Aspekte dabei sehr wichtig. Das eine ist, dass das Thema Kompetenz in Zukunft eigentlich gar nicht mehr das zentrale Thema sein wird. Nicht, weil es wichtig ist, es wird immer wichtig bleiben, aber das zentrale Thema wird eigentlich Performance werden. Der Unterschied ist sozusagen der, dass es nicht mehr nur darum geht, was jemand kann, sondern die zentrale Frage wird in Zukunft sein, was von dem, was jemand kann, ist er bereit, unter den gegebenen Arbeitsbedingungen in seinen Arbeitsprozess einzubringen. Und das hat viel mit Wertschätzung zu tun. Das hat viel damit zu tun, in welchem Umfeld begegne ich Menschen, wie wird mir gegenüber eine Begegnung zugetragen. Und die Industrie, glaube ich, die Wirtschaft wird einfach auch lernen müssen, das sage ich so salopp, dass es nicht nur Wertschöpfungsketten gibt, sondern dass es auch eine Werteschöpfung gibt im Sinne einer Wertschätzungskette. Das wird eine wichtige Herausforderung sein, wie man das macht und wie man das auch authentisch macht, nicht instrumentalisiert, um es benutzt, um irgendwie mehr Effizienz zu haben, sondern wie man damit ehrlich und offen umgehen lernt. Und der zweite Aspekt ist aus meiner Sicht der Thema der Sinnfindung. Das ist ausgesprochen schwierig. Sinn ist ein ganz wichtiges Thema aus Gesundheitsperspektive heraus. Sinn braucht es für eine gesunde Lebenserfahrung. Und das Problem ist aber, dass immer mehr Umfelder in Betrieben diese Sinnerfahrungen nicht mehr ermöglichen. Über die Hälfte der Mitarbeiter zeigen Untersuchungen, erleben keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit. Führungskräfte fast drei Viertel. Und dadurch wird das Thema immer mehr Bedeutung haben. Und dafür ist einfach wichtig zu sehen, Sinn hat etwas mit der Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen zu tun. Und dafür geben wir uns heute zu wenig Reflexionsräume. Man nennt das dann so schön Beschleunigungsphänomen. Und die Leute haben das Gefühl einer Gegenwartsschrumpfung, einer Zeitnot und sehr viele Optionen, sehr wenig Möglichkeiten und nehmen sich dabei immer weniger Zeit für sich. Und die eigenen Bedürfnisse bleiben eigentlich auf der Strecke. Und diese Auseinandersetzung wird immer wichtiger werden. Vielleicht mit einem Beispiel, um das zeigen zu können. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat mal so schön gesagt, wir fragen das Leben nach Sinn. Eigentlich ist es umgekehrt. Wir sind die Befragten vom Leben. Das Leben fragt uns und wir sollen Antworten geben. Und wir sollen auf das Leben antworten, wir sollen es verantworten. Und ich glaube, das wird eine wichtige Aufgabe sein, wie man auch diesen Bezug im Unternehmen wieder herstellen kann. Sinn und Werte.